Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Daniela. Heute ist der 19.11. Ich habe eben meine Tochter an den Flughafen gebracht in Zürich. Und alle laufen mit herum, ist ja klar. Und ich spüre, was das macht mit mir und den Menschen. Und ich habe gestern oder vorgestern diesen Biedermann-Report gelesen und wir sind genau da. Und ich möchte diesen Report mit euch teilen, weil ich es so wichtig finde, dass man versteht, was hier genau mit uns gemacht wird. Ja. Denn also es geht wirklich, ich kann das Wort nicht aussprechen, ich werde es dann wahrscheinlich irgendwie einblenden oder mal schauen, ob ich das hier überhaupt machen kann. Nee, kann ich nicht. Es ist die totale Gehirnwäsche der Leute, der Menschen. Und man spürt das jetzt auch, ja. Also ich spüre das auch persönlich, wie mich das mitnimmt, wenn ich all diese Menschen sehe, die eben damit herumlaufen und so tun, wie wenn das normal wäre. Ich habe eine Frau gesehen mit so einer schwarzen, mit ganz vielen Pailletten und so. Man kann sich ja auch schmücken mit diesem Ding. Wie gehirngewaschen und hirnverbrannt ist das? Wieso sollen Menschen, die gesund sind, so etwas tragen? Was macht das für einen Sinn? Wieso sollen sich, ich weiß auch nicht, 90% oder, also wir sind alle zu irgendwie 97%, 98% gesund oder vielleicht sogar noch mehr. Ich habe heute die Zahl noch nicht angeschaut. Wir sind gesund. Ja, ich bin gesund. Wieso sollen wir uns dann auch noch lassen, wenn mit etwas, das nur 90% sicher ist, also nur 90% schützt, wenn 97, 98% der Menschen sowieso schon gesund sind? Wo ist da die Logik? Kann mir das mal einer erklären? Anyway, konzentrieren wir uns auf den Biedermann-Report, weil das ist wirklich der Hammer. Hoppla, so. Also, ich mache das mal irgendwie hier auf. Im Jahr 1957 veröffentlichte der Soziologe Albert Biedermann im Bulletin der New Yorker Akademie für Medizin, Achtung, kommunistische Zwangsmethoden zur Herbeiführung individueller Fügsamkeit. Kommunistische Zwangsmethoden zur Herbeiführung individueller Fügsamkeit. Biedermanns Chart of Coercion listet Isolation, Monopolisierung der Wahrnehmung, induzierte Schwäche und Erschöpfung, gelegentliche Nachsicht und Abwertung des Individuums als Methoden der Gehirnwäsche auf. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Ja? Also diese Isolation, die haben wir schon. Wir werden isoliert von Freunden, Familie, vom sozialen Leben. Wir dürfen an nichts mehr teilnehmen. Wir sollten da nicht mehr rausgehen und dies und das. Ja. Wir werden regelrecht isoliert. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mensch ist ein Rudelmensch, sage ich jetzt mal, der gerne in einer Gemeinschaft lebt und für den es absolut lebenswichtig ist, soziale Kontakte zu haben. Ja. Die Monopolisierung der Wahrnehmung, das sind unsere super, super Massenmedien, ja, die wirklich von morgens bis abends 24 Stunden uns nur noch den einhämmern. Es gibt nur noch ein Thema. Es gibt nur noch dieses Thema. Es gibt nichts mehr anderes.
Ja, nirgends. Es ist eine totale Monopolisierung der Wahrnehmung der Menschen. Man spricht nur noch davon. Es nur noch in allen Medien, auf allen Kanälen, überall. Ja, induzierte Schwäche und Erschöpfung. Da sind wir jetzt alle schon, ohne dass wir es vielleicht allzu sehr merken. Aber all diese Maßnahmen, die wir jetzt wieder auferlegt und nochmal auferlegt und noch viel länger auferlegt bekommen, die dienen dazu, um uns zu schwächen und um uns in einen Erschöpfungszustand zu bringen. Die Kinder, bei den Kindern kann man das jetzt schon sehen, ja? Gelegentliche Nachsicht und Abweichung. Ja, des Individuums als Methoden der Gehirnwäsche. Das kann man auch sehen. Ja, jetzt war gerade so ein Video, glaube ich, von Dänemark, wo sie dieses Gesetz abwenden konnten. Ja, immer wieder hört man mal so ein Lichtblick. Ja, dann gibt es wieder so ein Lichtblick. Ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Seht ihr jetzt, das geht doch. Und so, die konnten das jetzt auch abwenden. Und es ist doch alles gar nicht so schlimm. Und ihr habt immer noch Macht. Ihr seid das Volk und schaut, ihr müsst nur dies und das machen. Und wenn ihr dann alle schön artig seid, dann dürft ihr vielleicht sogar Weihnachten feiern. Ja, also modifiziert aus Biedermanns Chart of Coercion im Bericht von Amnesty International 1975 über Folter. Die meisten Menschen, die einer Gehirnwäsche unterzogen werden, wenden Methoden an, die denen von Gefängniswärtern ähneln, die erkennen, dass physische Kontrolle ohne die Kooperation des Gefangenen nie leicht zu erreichen ist. Der effektivste Weg der Kooperation zu erlangen, ist die subversive Manipulation des Geistes und der Gefühle des Opfers, das dann sowohl zu einem psychologischen als auch zu einem physischen, psychischen Gefangenen wird. Und also ich weiß nicht, wenn du mir heute noch sagst, dass wir frei sind und in einer Demokratie sind und dass alles gut ist und dass ganz bestimmt alles gut wird, wenn wir nur uns alle daran halten, das werde ich dir hier in diesem Rapport auch noch zeigen, wieso dass das so funktioniert, ja. Dann, also dann kann ich dir nicht wirklich helfen, ja. Also Isolation beraubt das Individuum der sozialen Unterstützung und ist effektiv. Macht den Einzelnen vom Verhörenden abhängig. Entwickelt eine intensive Beschäftigung mit sich selbst. Genau, das sehen wir heute sehr gut. Wenn eine Person erst einmal von langjähriger emotionaler Unterstützung und damit von Realitätskontrollen weg ist, ist es relativ einfach, die Voraussetzungen für eine Gehirnwäsche zu schaffen. Geistig missbrauchende Gruppen arbeiten daran, Personen von Freunden und Familien zu isolieren. Das ist genau das, was wir heute erleben. Sei es direkt, indem sie von den Personen verlangen, Freunde und Familie. Also hier hat er ein Beispiel eben von Gott genommen, von der Kirche oder von so sektenähnlichen Gemeinschaften, ja, um des Königsreichs willen aufzugeben, die Gruppenzugehörigkeiten. Das ist auch genau das, was ich jetzt am Flughafen wieder gesehen habe, ja. Und alle tragen sie ganz brav, weil ja jeder macht's ja, und wenn wir alle schön artig sind und die, die das nicht machen, das sind die Bösen, das sind die Bösen, ja. Oder indirekt entnehmen sie die Notwendigkeit, predigen die eigene Liebe zu Gott durch Hass auf Vater, Mutter, Familie, Freunde zu demonstrieren. Missbrauchende Gruppen sind nicht nach außen, sondern nach innen gerichtet. Abgeschnitten von Freunden, Verwandten, früheren Beziehungen umgeben, missbrauchende Gruppen die Rekruten und hämmern ihnen starre Ideologien ins Bewusstsein und sättigen ihre Sinne mit spezifischen Lehren und Anforderungen der Gruppe. Das ist ganz genau, was wir
heute mit dem Erleben, mit dem Erleben. Sie hämmern uns 24 Stunden eine starre Ideologie ein, die keine Hände und keine Füße hat, weil die Zahlen einfach eine andere Sprache sprechen und mit allem, was man heute weiß, auch von den Tests und so weiter und so fort. Also bitteschön. Bitteschön, ja. Die Warnzeichen. Der Keim des Extremismus liegt überall dort, wo eine Gruppe die gesamte Freizeit eines Mitglieds fordert, darauf besteht, dass es jedes Mal, wenn die Türen offen steht, in der Kirche ist und es zur Rechenschaft zieht, wenn es das nicht tut, oder? Also, oder wenn es eben mit Freunden und Familien außerhalb der Gruppe beschäftigt ist. Geheimhaltung ermutigt, indem sie darum bittet, dass Mitglieder was sie in Versammlungen oder über kirchliche Angelegenheiten gesehen und gehört haben, nicht mit Außenstehenden teilen, offen, öffentlich und wiederholt. Und das ist genau das, was man heute mit uns tut. Ja, also gut, wir werden einfach zensiert, man löscht das Video und ja, das. Aber es wird wirklich diese extreme, ja eben, also alle, die das nicht tragen, das sind ganz schlimme, das sind menschenverachtende Leute, die haben kein Verständnis für die Gruppe, die Gemeinschaft, Mensch, dabei ist es genau umgekehrt, ja. Aber es funktioniert, es ist eine richtige Gehirnwäsche, die wir da alle miteinander bekommen. Und da möchte ich dich einfach heute mal drauf aufmerksam machen, weil ich finde es so klar, es ist so unglaublich, was da passiert. Ich könnte wirklich heulen und ich weiß nicht, wann ich meine Kinder oder meine Enkelkinder das nächste Mal sehe. Ja, ich weiß es nicht. Die leben in Kanada und wenn wir bald nur noch reisen dürfen mit Impfung, mit dieser Gen- und Nanopartikelimpfung, dann werde ich nie mehr reisen können. Ja. Und ja, also auf jeden Fall. Wo war ich? Öffentlich und wiederholt kritisch gegenüber anderen Kirchen eben oder Gruppen ist. Genau. Besonders wenn die Gruppe behauptet, die einzige zu sein, die für Gott spricht. Und das ist auch dasselbe wie heute. Der Staat, alle haben sie recht, ja, alle diese super Experten, die uns da eigentlich wirklich nur Dinge erzählen, die sie nicht beweisen können. Sie sollen jetzt wirklich Beweise bringen. Sie haben nämlich keine Beweise, ja. Sie sollen es aber beweisen mit Fakten, ja, dass das, was Sie uns tagtäglich erzählen, stimmt. Kritisch ist, wenn Mitglieder an Konferenzen, Workshops, Gottesdienst in anderen Kirchen Mitglieder in irgendeiner Weise überprüft, um festzustellen, ob der Grund, den sie für das Versäumnis einer Tagung angegeben haben, stichhaltig ist und so bla bla bla. Und das ist das, was wir eben mit dem sehen, wo wir heute schon spüren, also wenn du ohne das herumläufst, dann sieht man dich schon an wie, hey, du bist nicht richtig. Du gehörst nicht mehr dazu. Du bist eine Gefahr. Du bist eine Gefahr. Ja, du bist nicht richtig. Sobald ein Mitglied aufhört, offen mit anderen zu interagieren, ist der Einfluss der Gruppe alles, was zählt. Es wird mit Gruppenwerten und Informationen bombardiert und es gibt niemanden außerhalb der Gruppe, mit dem er seine Gedanken austauschen kann oder ihm Verstärkung oder Bestätigung bietet, wenn das Mitglied mit den Werten der Gruppe nicht einverstanden ist oder an ihnen zweifelt. Der Prozess der Isolation und die dadurch entstehenden Selbstzweifel ermöglichen es den Gruppen, der Gruppe und ihren Anführern Macht über diese Mitglieder zu gewinnen. Und da sind wir bereits, ja.
das Gefühl der Erniedrigung gibt den Mitgliedern, also weil, ist das nicht erniedrigend? Wieso soll ich als gesunder Mensch damit herumlaufen? Man verbietet mir den Mund, man verbietet mir das freie Atmen. Was brauchst du noch als Erniedrigung, als Mensch? Und dann eben von der Gemeinschaft, ja, erniedrigt zu werden mit Blicken, mit Worten, mit Streit und der Polizei und wer da noch alles dann kommt und dich noch kontrollieren will, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfen. Ja? Zumindest nicht in der Schweiz, weil in der Verordnung steht nirgends, wer dich da kontrollieren darf. Also darf dich niemand kontrollieren. Da könnt ihr euch an den Dr. Raschein wenden in der Schweiz, diesen Anwalt, der hat da sehr gute Dokumente erstellt darüber. Die Monopolisierung der Wahrnehmung, das ist das mit den Medien, habe ich schon gesagt, lenkt die Aufmerksamkeit auf die unmittelbare Notlage und fördert die Selbstbeobachtung. Ja? Also eben, dass man dann auch in diese Zweifel kommt und sagt, ja, ist das jetzt wirklich, und bin ich so, ja, und ich weiß es ja nicht und darum mache ich mal lieber mit. Ich mache mal lieber mit, nicht dass noch was passiert, ja, und ich noch schuld wäre an irgendetwas oder so. Eliminiert Reize, mit denen konkurrieren die vom Fänger oder eben vom Täter, sage ich jetzt mal, kontrolliert werden. Frustriert alle Handlungen, die nicht mit der Einhaltung vereinbar sind. Also frustriert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Anfangs mögen neue Mitglieder diese Erwartungen für unvernünftig halten, ja? Und sie anfechten, aber später, entweder weil sie Frieden haben wollen oder weil sie Angst haben oder weil die alle anderen sich daran halten. Da gab es doch mal so ein Video, wo eine junge Frau in einem Wartezimmer sitzt und dann stehen immer wieder Menschen auf. Das habt ihr sicher schon mal gesehen. Und sie hat keine Ahnung, was das soll. Und nach ein paar 20, 30 Sekunden steht sie mit auf. Sie macht einfach mit. Obwohl das keinen Sinn macht, total hirnverbrannt ist und sie aber einfach nicht weiß, was das soll. Und sich sagt, ja gut, dann mache ich da jetzt einfach mit. Das wird schon einen Grund haben. Ja. Versuchen Sie, ihnen nachzukommen. Genau. Welchen Unterschied macht es schließlich, wenn es einem Mitglied nicht erlaubt ist, eine bestimmte Farbe zu tragen oder sein Haar auf eine bestimmte Art und Weise zu tragen, bestimmte Nahrungsmittel, bla bla, bestimmte Worte, Orte zu besuchen und so weiter und so fort. Also man nimmt uns diese Individualität, man reduziert uns wirklich auf einfach nur diesen völlig hirnlosen Anforderungen zu folgen, nichts zu hinterfragen. Also das hat zum Beispiel die Bundeskanzlerin ja auch schon gesagt, hinterfragen Sie nichts und glauben Sie nur den Qualitätsmedien. Ja, genau. Also hinterfragen, ja, nicht hinterfragen, nein, 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 nein. Bald zeigt sich, dass die Anforderungen endlos sein werden und immer mehr Zeit und Energie darauf verwendet wird, die Missbilligung der Gruppe zu vermeiden, indem man etwas Falsches tut. Man hat das Gefühl, auf Eiern zu laufen. Dieses Gefühl habe ich jetzt schon, wenn ich rausgehe. Ja? Und auch dieses Gefühl von, okay, ich ziehe in den Krieg, weil ich muss mich jetzt wieder mit Menschen streiten, wenn ich die Maske unten habe und mich eben nicht daran halte und ich werde wieder angeschaut, wie wenn ich die Pest hätte
und überhaupt und sowieso, ja, ich gehöre da nicht mehr dazu. Und ja, das löst einen Schmerz in mir aus. Es löst sehr viel Wut auch aus und Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ja. Aber auch, weil ich nicht verstehen kann, wie Menschen so idiotisch sein können. Ganz ehrlich, ich könnte manchmal herumlaufen und sie alle irgendwie schütteln und sagen, bist du noch ganz bei Trost? Was ist mit dir los? Bist du noch ganz bei Trost? Man hat das Gefühl, auf Leiter, nee, man hat das Gefühl, auf alles wird wichtig im Hinblick darauf, wie die Gruppe oder ihre Leiter reagieren werden, um die Wünsche, Gefühle und Ideen deren Mitglieder werden unbedeutend. Also das ist genau das, was heute passiert, mit dem auch schon, was der Einzelne denkt, das ist nicht mehr wichtig. Es ist nur wichtig, was die Gruppe denkt, ja? Es nur das zählt. Was der Einzelne denkt, das ist überhaupt nicht wichtig. Irgendwann wissen alle Mitglieder vielleicht nicht einmal mehr, was sie wollen, fühlen oder denken. Da sind wir heute auch bereits. Und da brauchst du nur rauszugehen und das kannst du ganz schön beobachten. Die Gruppe hat alle Wahrnehmungen der Mitglieder mit trivialen Forderungen so monopolisiert, dass die Mitglieder ihre Sichtweise hinsichtlich der Ungerechtigkeit der Situation, in der sie sich befinden, verlieren. Da sind wir heute bereits. Okay. Geht dir keine Alarmglocke an? Die Führungspersönlichkeiten können die Mitglieder auch davon überzeugen, dass sie mit Gott auf dem Laufenden sind und daher wissen, wie alles getan werden soll, ja. Also nur sie wissen, was gut ist für uns. Wir sind viel zu dumm. Wir sind so dumm und unwissend. Wir können nicht mehr entscheiden, was gut ist für uns. Sonst würde ich das nicht tragen müssen. Ich kann doch für mich selber entscheiden, ob ich das möchte. Ich habe nichts dagegen. Wenn du Angst hast, dann zieh das an. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber niemand wird mich zwingen dazu. Ich weiß selber, was gut ist für mich und für meine Familie und für meine Kinder. Ja, da brauche ich keine Regierung, die mir sowas sagt. Und genau da sind wir heute auch, ja. Also wir sind noch viel weiter. Wir haben das nämlich alles, was in diesem Report steht, ja. Und wenn ihr Verhalten katastrophale Folgen hat, wie es oft der Fall ist, werden die Mitglieder beschuldigt. Genau. Und das ist auch schon passiert, ja. Da hat man gesagt, ja, die zweite Welle und alle die, die da nicht mitgemacht haben, eben die ohne Maske rumlaufen und so, die sind alle schuld. Und all diese Deppen, die da an die Demonstrationen gehen und so, das sind sowieso die Schlimmsten und da, die sind dies und das. Ihr wisst ja die Ausdrücke, die man benutzt, oder? Und ja, genau. Also wir sind dann schuld. Wir sind schuld. Manchmal kann es Momente geben, besonders nach Missbrauchsperioden, in denen die Führungsbeamten sich zu demütigen scheinen und Fehler bekennen. Das haben wir auch schon erlebt. Das haben wir alle schon erlebt. Dann sind sie doch gekommen und haben gesagt, ja, okay, wir müssen die Zahl nach unten korrigieren. Da sind Fehler unterlaufen. Da, 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 da. Und der Kontrast dieser Momente der Verletzlichkeit zu ihrer üblichen Haltung der Allmächtigkeit da oder des Allmächtigen macht sie für die Mitglieder wieder liebenswert und gibt Hoffnung auf eine offene Kommunikation. Ganz genau. Ganz genau. All diese Methoden werden manchmal von Drohungen begleitet. Das sind sie. Tagtäglich. Geh, geh ohne das Ding raus. Geh, geh. Die Warnzeichen,
Beschäftigen mit trivialen Anforderungen des täglichen Lebens, das haben wir auch. Und ständig ändern sie wieder was, um unseren Verstand zu verwirren, ja? Ständig wird wieder irgendetwas geändert. Oh, und da musst du immer denken, oh, was muss ich jetzt und was ist jetzt die neue Anordnung und wo sind wir jetzt und wieso und was muss ich mir jetzt da noch was besorgen dazu und papapapapapapapa. Beschäftigung mit trivialen Anforderungen des täglichen Lebens, Forderungen nach strikter Einhaltung vom Erscheinungsbild, Kleiderordnung, was man wann essen darf und was nicht, Zeitpläne, Androhung von Gottes Zorn, wenn Gruppenregeln nicht befolgt werden. Das Gefühl, überwacht zu werden, das sind wir. Wir sind total überwacht schon und ständig von Mitgliedern oder Leitern beobachtet zu werden. Das ist auch so. Ja. Und das führt eben zu induzierter Schwäche und Erschöpfung. Und da sind wir bereits. Die Warnzeichen dafür, das Gefühl von Forderungen überwältigt zu werden, den Tränen nahe, schuldig zu sein, wenn man Nein zu einer Bitte sagt oder gegen diese Normen verstößt, eingeschüchtert oder unter Druck gesetzt werden, da sind wir ganz genau, sich freiwillig für Aufgaben melden und Verachtung oder Spott ausgesetzt sein, das erlebe ich täglich, wenn man sich nicht freiwillig eben diesen Regeln unterwirft, zurechtgewiesen oder getadelt werden, wenn familiäre oder berufliche Pflichten dies beeinträchtigt. Bietet Motivation für die Einhaltung. Leiter missbrauchender Gruppen spüren oft, wenn Mitglieder Pläne zum Austritt schmieden und bieten plötzlich eine Art Nachsicht an, vielleicht nur Liebe oder Zuneigung, Aufmerksamkeit, wo es vorher keine gab, eine Notiz oder eine Geste der Besorgnis. Die Hoffnung, dass sich die Situation in der Gemeinde ändert oder selbst Zweifel, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, dass es so schlimm ist und so, ersetzen dann Angst oder Verzweiflung und die Mitglieder beschließen, noch eine Weile zu bleiben und mitzumachen. Ja. Andere Gruppen üben sporadische Demonstrationen von Mitgefühl oder Zuneigung mitten in verzweifelten Konflikten oder mit missbräuchlichen Episoden. Dadurch werden die Mitglieder unvorbereitet und zweifeln an ihrer eigenen Wahrnehmung des Geschehens. Und das kann ich euch sagen von mir. Ich bin wirklich ein starker Mensch. Ich lese sehr viel, ich informiere mich unheimlich über alles und ich höre auch alle Meinungen an, damit ich mir eine Meinung bilden kann. Ja? Ich kann mir keine Meinung bilden, wenn ich nur eine Seite höre oder sehe. Ja? Das ist klar und das ist auch der Vorwurf, den ich den Leuten mache, die heute einfach nichts wissen wollen. Ich habe letztens einem wirklich guten Freund, den ich seit 20, 25 Jahren kenne, etwas geschickt und dann hat er sofort abgeblockt und gesagt, das ist nicht meine Realität. In welcher Realität lebst du denn? Und was maßt du dir an, in dieser Situation, wo das Wohl der ganzen Menschheit auf dem Spiel steht, nicht mal 5 Minuten dir Zeit zu nehmen, um dich wirklich auch mal zu informieren und eine andere Seite kennenzulernen. Das sind für mich die wirklich Gefährlichen. Ja? Die wirklich Gefährlichen sind für mich eben die, die gar nichts hinterfragen, die einfach mitmachen. Die Mitläufer oder noch schlimmer, die dann die Nachbarn verpetzen und die solche Dinge tun, ja. Die Warnzeichen, seien Sie besorgt, wenn Sie den ständigen Wunsch haben, eine Gemeinde oder eine Gruppe zu verlassen, von der Sie glauben, dass sie missbräuchlich sein könnte, die sie aber gerade im Moment, in dem sie bereit sind zu verlassen, durch einen Aufruf, einen Kommentar oder einen Moment des Mitgefühls immer wieder zurückgezogen wird.
Diese Momente, so selten sie auch sein mögen, reichen aus, um die Hoffnung auf Veränderung wachzuhalten. Und so opfern sie Jahre einer missbrauchenden Gruppe. Da sind wir. Genau da sind wir. Immer kommen wieder diese kleinen Meldungen. Also, wenn ihr jetzt alle schön brav seid, dann gibt es gute Chancen, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass das bald vorbeigeht. Und wenn ihr euch alle lässt, ja, dann haben wir eine Chance auf ein gutes Leben. Abwertung des Individuums schafft Angst vor Freiheit und Abhängigkeit von den Entführern, erzeugt Gefühle der Hilflosigkeit, entwickelt mangelndes Vertrauen in individuelle Fähigkeiten. Die Warnzeichen, Festlegung starrer Bootcamp-ähnlicher Anforderungen, um das Engagement für die Gruppe zu beweisen. Bevor Geschenke ausgeübt werden dürfen, wiederholte Kritik an der natürlichen Begabung, indem die Mitglieder daran gehindert werden, dass sie ihren natürlichen Gaben sterben müssen, das verstehe ich jetzt nicht. Das hat es vielleicht falsch übersetzt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, genau. Und dass sie von Gott erwarten sollten, dass er sie in anderen Bereichen als ihre Begabungsbereichen einsetzt. Die Betonung der Hilfe oder des Dienstes an der Gruppe als Voraussetzung für den kirchlichen Dienst. Du darfst nur am Leben teilnehmen, wenn du das hast, wenn du das hast und wenn du noch viele andere Dinge hast. Nur dann bist du würdig, überhaupt noch an einem Leben teilzunehmen. Das kommt jetzt noch. Ja. Aber wir sind schon fast da. Ja. Das kann in der Form geschehen, dass jeder, der in irgendeiner Weise dienen möchte, zunächst die Verantwortung putzen und so. Ja. Also die Regeln gelten für alle gleichermaßen. Dies hat zur Folge, dass jeder auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wird, da sind wir schon, auf dem weder seine Gaben noch seine natürlichen Fähigkeiten geschätzt werden. Da sind wir. Das wird bereits praktiziert, auf dem der Einzelne nicht für den einzigartigen Segen geschätzt wird, der er für den Leib Christi ist, auf dem Dienst, Gehorsam, Unterordnung, unter eine Autorität und Leistung ohne Rücksicht auf Gaben oder Fähigkeiten oder, was das betrifft, individuelle Einschränkungen am höchsten geschätzt werden. Eben. Also du machst nicht mit, du bist die größte Gefahr für überhaupt für alle. Ja. Das ist das, was jetzt passiert. Das wird praktiziert an uns jetzt, seit einigen Monaten. Das ist nicht Zukunft. Das ist schon fest implementiert. Und wenn du auch nur ein Funken wach bist, dann kannst du mir nicht sagen, dass das nicht stimmt. Es wird genau so praktiziert. Und genau dahin geht's. In die totale Abhängigkeit, in den Kommun, ja, dir wird nichts mehr gehören und du wirst so happy sein, ja, und man wird das alles schön verpacken.
mit ja, wir haben die Welt zerstört. Wir haben sie kaputt gemacht. Ja, und darum müssen wir jetzt alle etwas tun, damit das Gleichgewicht, damit alle gleich werden, ja. Es wird nur noch ein paar Firmen geben, die alles unter sich haben, auf der ganzen Welt. Die werden sich dumm, dumm, dumm und dümmer, dumm und dämlich verdienen, ja. Und wir kriegen Kredit, Social Credit. Und wenn du ein ganz braver bist, dann darfst du das und das tun. Ja? Und sonst bist du ein Aussätziger, du bist ein Feind. Also in China wird das sowieso schon alles lange praktiziert so. Aber es wird noch schlimmer kommen als in China. Ja. Und im Moment, ja, also egal. Ich habe die Lichtkrieger einberufen und ich halte daran fest, weil wir müssen uns mental wirklich stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen uns gegen diesen Gehirnwäscheangriff einfach weiterhin wehren. Wehren, 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 wehren. Wir dürfen das nicht zulassen. Und wir können uns vorbereiten darauf. Und wir können täglich Dinge tun, die machen, dass wir geistig, mental gesund bleiben. Und ich lade dich ein, ich beginne nächsten Montagabend um 8 Uhr. Was daraus entsteht, wird sich zeigen. Aber es geht wirklich darum, unseren Geist, unsere mentalen Fähigkeiten zu stärken und das Quantenfeld zu stärken, ja. Also, dass wir wirklich positive, schöne Dinge ins Quantenfeld setzen und uns stärken damit, unsere Energien stärken, unser Gehirn stärken, unseren Körper. Weil alles, was uns ja gut täte, das wird langsam, langsam verboten, ja. Weil sie wollen ja keine gesunden Menschen. Sie wollen ja Biocontainer, ja. Es ist bedenklich, wirklich. Und es ist an der Zeit. Es ist 11:55 Uhr, ich sage schon lange wieder. Und ja, ich tue, was ich kann. Und ich hoffe, du auch. Und ich danke dir aus tiefem Herzen und aus meiner tiefen Seele heraus, wenn du auch ein Lichtkrieger bist. Weil ich nenne euch alle Lichtkrieger, die eben sich diese Hirnwäsche, die der da sich nicht unterziehen lassen. Ja. Ich danke dir. Ja. Und ich liebe dich. Und ich bin sicher, dass am Schluss, dass wir es schaffen. Ich finde das auch wichtig zu sagen. Ja. Aber die nächsten Jahre müssen wir wirklich alle unsere Kräfte vereinen für die Menschheit, für die Erde. Ja, wir sind so wunderbar. Und niemand hat das Recht, uns das Gegenteil einzureden und schon gar nicht uns zu irgendwelchen degradierten Biocontainern zu machen. Ja, das sind Schwerverbrecher. Schwerverbrecher. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Trotzdem, bleib in deiner Kraft. Ja, ciao.